Leute, ich suche schon seit längerem nach einem ordentlichen Praktikanten für mein Business, weil es baut sich nicht alles hier ohne nichts auf. Ich meine, guckt mir an, was ich hier alles geschaffen habe. Ich habe hier zu einem Teil meinen ganz speziellen geheimen Waffenschrank. Ich meine, das sieht schon ganz gut aus, ne? Und dann habe ich hier noch ganz viel Geld. Oh, warte mal, wer ist denn da? Oh, hallo, Sie sind der neue Praktikant. Sie wollten auch wissen, wie man so viel Geld hier verdient, dass man einfach gar nicht mehr arbeiten muss. Sehen Sie her und schauen Sie sich das an. So viel Geld können Sie auch haben. Und zwar, indem Sie... Oh, also mein Gott! Ja, und das Ding ist nämlich, kommen Sie mit, ich zeige Ihnen, wie Sie da, lassen Sie ja die Finger davon, ich habe Kamera schon so. Auf jeden Fall, sehen Sie hier, da ist so mein Club, der heißt Ziegelsteine, und dementsprechend dürfen Sie nicht zum Beispiel hier Falsches machen, Sie sind mein Praktikant. Und heute wollen wir einfach mal ein bisschen gehen und die Leute ein bisschen Angebote machen, ihre Autos zu verschönern. Ich meine, das will doch eigentlich jeder, ne? So, dann gehen wir einfach mal in deine Garage. Okay, ich gehe mal vorne raus. Ja, gehen Sie vorne raus. So, kommen Sie mal her, der Herr, kommen Sie mal her. Ja, ich komm schon. Ja, kommen Sie her. So. Haben Sie denn schon Erfahrungen gemacht mit dem Bereich Autoverschönerung, Autoaufbesserung? Also ich habe schon bei mehreren Jobs gearbeitet, habe schon ein bisschen Erfahrung. Ah, Sie haben schon ein bisschen Erfahrung, also haben Sie auch schon Erfahrung mit Sprengtechnik und sonstigen? Sprengtechnik, ja, das kenne ich. Ja, war er in Kunststudie gelernt, na, auch bei der Frau Weber, ne? Ja, ja. Genau, bei der Frau Weber. So, auf jeden Fall gehen wir hier rüber und dann gibt es nämlich so spezielle lustige Autos. Und zwar geht man einfach hier in sein Inventar und bestellt den RC Bandito. Das machen wir jetzt. Und zwar, Leute, gibt es mittlerweile... Das ist so geil. Gibt's hier, wir spielen jetzt heute mal GTA mit dem werten Julian. Hallo, hallo. Gibt's diese lustigen kleinen Autos, mit denen man einfach irgendwie zu Leuten hinfahren kann und die dann einfach so sich so explodieren lassen, so. Das ist richtig cool. Komm, Julian, lass uns mal jemanden suchen. Da hinten sehe ich schon welche. Siehst du die da hinten vorne bei der Maze-Bank? Da fliegen wir mal hin. Also auf jeden Fall habe ich mein Dings da voll aufgestockt. Sind die oben? Ja, die sind oben. Die sind oben. Oder? Ja, sind oder? Oben? Nee, die sind unten, oder? Die sind unten. Alter, lass okay. Runterspringen hier. Ja, runterspringen. So, Julian. Björn geht jetzt mal testweise hin und jagt sich in die Luft. Löst du, Jan? Oh. Los. Los, mach. Oh, ich bin gekickt worden. Ich glaube, der mich killt. Was? Okay, dann mache ich das jetzt. 3, 2, 1. BOOM! Ich hab ihn getötet. Ich hab's gehört. Das ist so cool. Das ist so cool mit dem Ding, Auto. Das ist so witzig. Vor allen Dingen kannst du einfach unendlich weit fahren. Ich habe jetzt den Kopf an mir halt. Warte kurz, ich stell kurz meinen Wagen. Auf jeden Fall gibt es jetzt mittlerweile so richtig krasses und lustige neue Waffen. Zum Beispiel das Auto habt ihr gerade gesehen, und da gibt es so richtige Alien-Sachen, die so richtig krass sind. Ja. Oh Mann. Oh Mann, ey, Leute, da hinten fährt einer mit einem roten Auto. Das ist ein gestohlenes Auto, glaube ich. Warte mal. Alle, ich pack Kraftpumpe auf. Lass auch hin. Lass ihn rechts, Hier sind die Typen von eben. Achso, warte. Die wir gerade getötet. Oh nein, die sind auf dem Motorrad. Warte, ich hab Waffen. Nein, die holen wir so runter. Okay. Komm. Die holen wir so runter, komm. Oh. Schnell ausspringen. Upsala. Ich hab ihn. Oh mein Gott, Explosionen! So, jetzt zeige ich euch mal die neue Waffe. Warte, hier so, aber Hammer. Warte kurz. Genau, hier ist er jetzt im Auto drin, ne? Oh! Dann kümmern zum Beispiel die Polizisten da hinten. Die fliegen einfach so weg, das ist richtig witzig. LTT hier! Warte, ich hab einen Jab eingepackt für dich! Also, gib dir die Waffe! Ja, das ist so eine Laser-Minigun, Jürgen, check an! Nee! Check an, Jürgen! Nein, du stirbst sonst! Go! Oh mein Gott. Ah! Auf jeden Fall gibt's richtig viele coole Waffen, die sind einfach, ich weiß nicht, ich finde das immer wieder witzig, was die so sich so Neues einfallen lassen. Es ist ja jetzt nicht mehr so viel passiert! Ich muss erst mal kurz, wen rufe ich denn an? Lester, da haben wir Lester. Ja, ist in Ordnung, Polizei. Wie der LKW da noch schreibt. Da, jetzt erstmal die Polizei weg! So, jetzt haben wir die Polizei los. Oh, guck mal, hier ist auch wieder so ein, hier ist wieder der Herr, guck mal. Hier ist wieder der Typ von eben. Warte, ich schieße den Reifen weg, oder? Ich glaube, der mag uns nicht so besonders. Warte, wir drängen ihn einfach mal von der Straße. Oder auf die Straße, keine Ahnung. Warte, ich schieße den Reifen kaputt. Das brauchst du gar nicht. Warte kurz, ich nehme mal. Zack und.
Guck mal, der kommt gar nicht drauf. Klar, jetzt. Ja, du auch, Raul, vertraut. Guck mal, hier weiter. Er steigt aus. Okay. Oh, nein! Nein. Ich glaub, das ist, wo ist der Typ? Wo ist der Typ? Der ist noch weiter dran. Der wird einfach nur durch die Gegend geschubst. Nein! Oh mein Gott, ich bin richtig low. Oh mein Gott. Ist mal was. Oh mein Gott. Ey. Jan. Komm rein. Okay, wohin? Da. Der ist die ist um die längs, wenn du links. Ah, da. Ach, da kommt so ein Club-Typ hier. Schreibt uns an, ne? Achso, der ist jetzt passiv. Warte, der. Los, Rami. Los, weiter. Ja. Warte, kann ich den Reifen kaputt schießen? Ist dein Reifen kaputt? Ja, okay, einer Reifen ist kaputt. Warte. What? Oh, der hat die Waffe schon raus. Schnell, los. Ach, nein, ich wollte schnell auswählen. Ah, ich habe zu viele Waffen mittlerweile. Ich hab ihn. Wir müssen einfach gucken, dass wir... Auch gerade richtig schlecht beim Aimen. Wo bist du denn? Ja, ich bin hier. Warte, ich schieße einfach mal so eine Signal. Warte, ich weiß schon, wo du bist. Die Tür ist einfach offen, der eine. Okay, jetzt ist es zu. Siehst du mich? Ich habe gerade in die Luft geschossen. Oh, du bist da oben. Warte, kannst du irgendwie runterkommen? Ich weiß nicht, ich hab dir mal... Also, Jürgen ist bei mir mit in den Dingsdoms da drin, in der Crew. Und zwar heißt die Crew bei mir Melon. Die habe ich vor Ewigkeiten gestellt. Melon Army, oder? Oh mein Gott. Nein. Okay, das war auch so, kann man auch den Berg hoch. Wo gehen wir hin? Da vorne. Der ist beim Waffenladen da vorne. Die Polizei gerade. Okay, lass vorne hin. Ja, warte mal, kann ich die Polizei wieder loswerden? Warte, bevor wir weitergehen. Lass dich die Tanke kaputt schießen, oder? Nein, lass uns warten, was Bombe ist da raus. Ich hab eine Idee. Hallo? Warte. Warte kurz. Kann ich rein? Deine Tür ist offen, schieß ran. Komm. Los. Komm rein. Schnell. Kannst du Lester anrufen? Ruf Lester an. Ja, warte, ich ruf kurz Lester an. Wo ist Lester? Ja, ich bin Lester einfach. Ja, die Polizei geht. Hier geht's runter. Okay. Hast du Sterne? Ja, ich habe Sterne, wow. Weil die dich gerammt haben? Ja. Fix auch runter. Okay, wo ist er? Nein. Nein, er darf keine Waffe, der K. Der schießt. Ups. Er hat eine Waffe. Er ist tot. Er fliegt einfach durch die Gegend. Alle kurz, ich das ist so geil. Guckt euch mal das an. So, warte. Ich schieß jetzt da runter. Das Auto fliegt einfach. Bam. Ich bestell kurz mein Auto, warte. Es ist so geil, die Waffe kannst du einfach benutzen, um Leute so richtig auf die Nerven zu gehen. Guck mal, das Auto, das schieben wir jetzt mal hier rüber. Hier, nimm mal das Auto hier. Los, hilf mir mal. Oh, lol. Jetzt sind schon wieder Polizisten da. Oh, das Auto. Na, pass auf. Polizei kommt. Noch ein Polizei, hinter uns irgendwo. Nein. Hinter uns, der Leute hinter uns. Aber hier diesen Minigun an, die Minigun ist richtig heftig. Ich hab dich unabsichtlich drauf. Ey, das ist wie so ein. Ey, weiß ich nicht. Von Helikopter. Jo. Todesstrahl, Neon. Los, geh hin und boop ihn jetzt. Boop ihn, los, komm. Wo ist er? Da, hier steht einfach so ein Auto, okay. Ich sitze einfach hinter der Wand und ich komme einfach und kill it. Ich sitze einfach hinter der Wand, ich nehme seinen Kopf. Warte, hier ist mein Auto. Oh. Nein, mein Auto ist unter der Brücke. Okay, der ist jetzt wieder da unten, Was hast du gemacht? Dumm. Ich habe auf den Boden geschossen, dann kann man immer weiter schießen, weil... Komm rein. Sieht mega nice aus. Ich weiß, die roten Licht ist schon übelst sick aus. Alter. LOL, du kannst einfach so ein richtig rotes Scheinwerfer nicht machen. Okay. Warte, ich rutsche gerade ein bisschen. Wie kommst du eigentlich jetzt wieder hoch, Jörn? Ja. Warte. Kann es sein, dass du nicht gerade der beste Fahrer bist? Ich bin der beste Fahrer, ich weiß.
Ich will eigentlich nicht wissen, was das für eine Flüssigkeit ist, ne? Es ist so ein bisschen eklig. Links, oder? Kannst du nicht zurück? Ja, hier kann ich hoch, oder? Keine Ahnung. Ich markiere einfach mal, wo du lang musst. Jetzt haben wir es. Nein! Nice! So, nice. Jetzt hier rechts. Ja. Da. Ich glaube, der Typ, der kann uns nicht leiden. Weil das Ding ist, der stand da um die Ecke, der wollte einmal so. Nein! Heute wollte sich so sozusagen verstecken. Ja, Jürgen, kannst ja. du auch. Ja, mein Auto dreht ein bisschen durch. Ja, da vorne links, ja. Das Ding ist, man kann hier nicht hoch. Nein, lenk du ihn ab. Ich habe nämlich die perfekte Idee. Ich komme jetzt mit dem RC-Auto. Warte kurz, ich snipe kurz weg. Hä? Das war doch drauf, der Schuss. Das Gute ist, ja, ich habe ihn. Oh mein Gott, ah! Das Gute ist. Kontrollverlust! Kontrollverlust! Ich weiß nicht. Oh! Nein! Hä? Du bist über mein Dings immer gefahren. Was? Nein! Oh mein Gott! Ich hab gedacht, das Auto geht kaputt, wenn es nass wird. Er probiert abzuhauen! Aber er schafft es nicht! Bitte hochkommen! Er wird mir nicht entkommen! Komm! Der Typ, der muss doch gleich. Ich fahr da vorne rechts. Er ist ausgestiegen, glaube ich. Ich probier zu dir zu kommen, oder? Hier rechts. Hallo! Das ist so geil! Ich liebe dieses Auto! Warte, ich komm zu dir hoch, warte. Er ist nochmal hier rumgesum. Er ist nochmal gespawnt hier rum. Okay. Hä? So ein Typ fährt mich an und sagt, oh mein Gott, mein Nacken. Der ditcht mich an und sagt, oh mein Gott, mein Nacken. Er ist bei mir. Nein. Das hier, den kriegst du. Hab ihn. Ich habe jetzt Nieder geschossen, aber... Ja, gut, er könnte sich wehren. Er hat sich auch gewehrt, ne? Ja. Er hat auch noch... Warte, aber bevor du tötest, schieß ihn mit dem Dings ab. Mit dem schönen Booper. Ja, warte, ich muss kurz... runter annähern. Und wir nähern uns langsam dem Ziel. Warte. Schnell. Nein, nicht dich. Nein. Lol. Ich hab ihn. Wo ist mein Auto? Nein. Das ist so geil mit dem Ding, ey. So. Wo? Oh, warte, ich muss kurz Snacks essen. Ich Starthilfe von mir. Oh, das war falsche Starthilfe. Alter, hier nochmal. Ah. Ich bin alright. Jetzt. Warte, hier nochmal. Ja, Du kannst nicht so auf den Senkel gehen. Ich glaube, der hat bald keinen Bock mehr. Warte, Jürgen. Warte mal, kann ich mein Dings wieder anfordern? Ich kann es wieder anfordern. Okay, warte. Jede Minute, glaube ich. Ich fahre hier mal ein. Jetzt! Oh. Also, falls der Typ das Video sieht, ne, und jetzt irgendwie ein bisschen mad ist, sei bitte nicht mad, wir machen das. Das ist in Ordnung. So. Jetzt die Waffe. Ich hab ihn schon wieder. Siehst du eigentlich mein Auto, wenn es auf das Ziel kommt? Also, siehst du das auf der Minimap? Nee, ne? Ja, auf der Minimap sehe ich gar nichts. Hey, die A-Fahrer würde ich aus dem Real Life fahren, wenn ich ein Auto hätte. Mit einem RC-Auto. So, zack. Ey, es wäre legit, wäre es mega geil, so ein Auto haben mit einer Kamera dran, weißt du, was ich meine? Und dann einfach so, wenn die Reichweite so unendlich wäre, das wäre mega geil. Oh, er steht hinter so einem Dings. Wo hinter steht der? Da, wo man nicht hinfahren kann. Warte, ich muss annähern. Hallo! Was? Nein, du hast mir auch! Du hast ihn getötet! Ich hab ihn getötet? Ja, hier brennt alles! Nein, ich brenn auch! Ich glaub, das war's jetzt erstmal für die heutige Folge. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst mir auf jeden Fall Daumen nach oben da, wenn ich auch ein bisschen mehr damit bringen soll mit Julian. Schlaf schön, träum was Schönes, gute Nacht! Ciao!